Yo, kennst du den noch? Die Heulsuse aus dem Syrien-Film. Das bin ich. 2014 war ich da. Damals schlimm, heute schlimmer. Drei Jahre später, 2017, stehe ich jetzt in Dresden und schließe mich dem Civil March vor Aleppo an. Von Berlin nach Aleppo laufen. Was das alle bringen soll für Syrien, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich gucke mir das erstmal an. So many people. We never had such a big circle. Thank you, Dresden! 150 bunt gemischte Leute starten in Dresden. Circa 30 von ihnen wollen die 4200 Kilometer nach Aleppo gehen. Die Initiatoren, das Ehepaar Tom und Anna, starteten Weihnachten in Berlin. Heute geht's nach Heidenau, 15 Kilometer. Hier laufen Studenten, Rentner, Arbeitnehmer mit wenig und Lebenskünstler mit sehr viel Zeit. Ich trage ja für die anderen hier Sachen mit, weil ich ja so ein bisschen hier als LKW benutzt werde auch. Du bist der Profi in der Runde quasi. Ich weiß nicht welcher Profi, aber vielleicht im Fernwandern, das kann wohl sein. Nach 6 Jahren Krieg und geschätzt 500.000 Toten ist das meine erste Syrien-Demo, die von Nicht-Syrern organisiert ist. Wobei, klingt so eine Demonstration? Für alle ist das schon auch so ein bisschen ein transformatives Erlebnis. Einerseits natürlich nach außen hin ein Zeichen setzen, aber das macht auch was mit einem. Danke dir. Was für transformatives Erlebnis, Alter. Ich kenne Syrien-Demos anders, laut, leidenschaftlich. Syria! Syria! In Heidenau wird's mal kurz laut. Vor Freude. Denn das online angekündigte Empfangskomitee bleibt aus. So, Heidenau erreicht. Und noch keine Nazis, die Spalier stehen und niemand, der mit Böllern wirft. Alles cool. Nur arschkalt. Sogar die syrische Revolutionsflagge ist beim Civil March vor Aleppo untersagt. Hier trägt man, wenn überhaupt, unpolitisches Weiß. Und genau deshalb sind viele Syrer ausgestiegen. Aus einer Friedensdemo für Syrien. Als wir unser Nachtquartier beziehen, spreche ich mit Organisatorin Anna über die Flaggenfrage. Auf Englisch, weil sie Polin ist. Flag is a very strong symbol. If you hold the flag and if you go with the group, all the group is under this flag. And it means all the group identify with this one flag. We want to find what we have in common, not what is dividing. And for me, any flag above the crowd is excluding people. And I want to include all the people. Am Anfang war ich auch irritiert. Wie kann man denn für Frieden in Syrien demonstrieren, ohne sich der Revolution anzuschließen? Aber jetzt denke ich, das muss man gar nicht. Man muss sich nicht mit einer politischen Strömung gemein machen, um für Menschenrechte einzustehen. Das hier sind offensichtlich keine Revolutionäre. Sie erschüttert Syrien nicht als Syrer, sondern als Menschen, egal woher. Und als wir Heidenau am nächsten Morgen verlassen, sind schließlich immer noch einige Syrer dabei. Etwa Bassem aus Damaskus. Er sagt, er war 1,5 Jahre in Assads Gefängnissen, danach Soldat der Freien Syrischen Armee. So, what do you think about the march? The march is good, actually. I wish it will send a message that it's for peace and stop the war. This is the most important, not to help the refugee anymore, just to send the message that the war should be end. Yeah. I mean, after 6 years, it should be end. Ich verquatsche mich mit ihm. Ziemlich blöd, weil die anderen ja weiterlaufen. Ja. Okay. Ich habe jetzt hier meine Leute verloren, hänge jetzt hier irgendwo und muss mal rennen. Ich bin fix und fertig und es sind bestimmt noch 10 Kilometer. Scheiße. Aber für Syrien, jawollo. Du hörst den Sarkasmus in meiner Stimme. Was bringt es Syrien, durch die Pampa Sachsens zu marschieren? Stumm, ohne Banner, ohne Peacezeichen, ohne alles. Bei so einem Bild fragt man sich doch, was wollen die überhaupt? We want a peace and democratic life for all the citizens in Syria. And if today all the parties would say, okay, Anna, there is peace in Syria and look, these are the proofs, we would still do our march. Because even if the war is over, the civilians who had crazy 6 years of their life, they still need and deserve attention and that the world is talking about them. So we go anyway.
Die Zivilisten Syriens brauchen Hilfe und Aufmerksamkeit. Nur dieses Gelatsche ist halt übelst anstrengend. Ein Faulpelz wie ich würde einfach einen Flug an die syrische Grenze nehmen. Da macht man doch auch mehr Welle als hier, oder? Warum nicht fliegen? Oh, I can tell you why. I thought that I'm not able to motivate many people to buy a ticket to fly to Turkey because it costs money and we will not have time to gain attention of the world until we get to Syria. That's why we decided to walk. And it's accessible for people when we walk. Und das ist der Schlüssel. Laufen kann jeder. Zumindest ein paar Kilometer, wie diese Familie zum Beispiel. Also wir können natürlich jetzt hier nicht den gesamten Marsch machen. Da muss man sicherlich auch anders organisiert sein selbst, um das zu machen. Der Civil March for Aleppo ist die bewegte Begegnung. The building of real Europe is starting here. It's people from everywhere who are not together first because of business, money or whatever has to do with economy, but just because they want more solidarity between people on earth. Also es ist voll das gemeinschaftliche Gefühl hier. Es werden auch immer, gestern war auch ein Mensch, der aus Syrien geflüchtet ist, da und hat von seiner Flucht erzählt. Den Menschen aus Syrien kennst du schon, Bassem. Er zeigt abends Videos von seiner Flucht, spricht von Syrien und seinem Bruder, der immer noch in Idlib kämpft. For many people here it was first contact with Syrians, especially Polish, because there are no refugees from Syria. I believe that when there are two people, it's not just one plus one, but there is more, because there is something creating between people. Auch ich bringe mich ein, sage ein paar Worte und zeige dann meinen Film. Vergieße wieder einmal Tränen der Verzweiflung vor der weißen Flagge, die ich heute als Metapher sehe, als Kapitulation der Menschen vor einer furchtbar komplizierten und ungerechten Welt. Und dass das Marschieren keine direkte Syrienhilfe ist, wissen sie selbst. At least we are doing something. Maybe it's stupid, maybe it's useless. I don't care. Es ist so, dass man halt einfach mental dabei ist. Wir wollen, dass sich was ändert. Und das ist der einzige Weg, den wir gerade so sehen. Ja. Peace for Syria. Peace for Syria. Gemeinsam für Syrien. Draußen. Nicht alleine drinnen vorm Bildschirm. Man steckt sich gegenseitig an. Butterfly-Effekt. Viele nehmen diesen Vibe mit nach Hause. Egal wohin. I think three different groups from Szczecin, from Poland. And on the march they decided what they will do afterwards when they come back. So they want to do some project for Syrians in Szczecin. Only getting these small talks from all around, this gives me a lot of energy to do more. Es geht um Evolution, nicht um Revolution. Vielleicht doch ein transformatives Erlebnis? Schritt für Schritt raus aus der selbst eingeredeten Ohnmacht. Hier kam klar raus, der Weg ist das Ziel und die Menschlichkeit ist auf der Straße erkennbar und nicht nur auf Facebook. Und das, was hier passiert, ist ganz großartig und wird viele, viele, viele weitere inspirieren und motivieren, was zu tun. Und deswegen lauft, lauft, meine vielleicht naiven Freunde, aber lauft für Aleppo, für Syrien, für ein Bewusstsein und vielleicht lauft ihr auch für euch selbst. Aber lauft!